Liebe Leute, so tiefer Schnee. Es ist Anfang Juni, es ist wirklich kaum zu glauben. Eine Schneeschuhwanderung in kurzen Hosen. Guten Morgen, ich befinde mich im wunderschönen Niederthai im Ötztal und habe mir heute den Narrenkogel vorgenommen. Wir haben Anfang Juni und es herrscht aufgrund des Neuschnees und jetzt der Sonne wirklich akute Lawinengefahr, weshalb wir auch ein paar niedrigere Gipfelziele in Augenschein nehmen. Und mit dem Narrenkogel sind wir da ganz gut aufgestellt, 2300 Meter etwa. Und dann kann man eine Überschreitung machen zum Poschachkogel mit 2500 Metern. Mal schauen, wie wir es schaffen. Vielleicht wird es auch nur ein Gipfel. Auf jeden Fall ist das Wetter schon mal sehr, sehr gut. Da seht ihr den Hemakogel. 2700 Meter. Der hat noch ordentlich Schnee. Und das im Juni. Wir sind jetzt auf ungefähr 2050 Höhenmetern. Nach den anfänglichen Qualen und der Plagerei haben wir jetzt eine halbe Stunde wirklich Genussbergtour hinter uns. Ihr seht diese unglaublich schöne Aussicht hier. Bis zum Gipfel, schätzungsweise noch eine halbe Stunde. So, angekommen auf dem Narrenkogel. Wir haben knapp 2 Stunden gebraucht. Erstes Stück, wie gesagt, sehr anstrengend. Dann wird es oben echt angenehm, also schöne Bergtour. Jetzt geht es hier hinter uns weiter Richtung Poschachkogel. Der ist nochmal 200 Höhenmeter höher und wie ihr seht, es ist schon gut Schnee. Läuft es sich eigentlich recht gut. Der Poschachkogel, der vom Narrenkogel aus zum Greifen nah erschien, ist doch ein ganzes Stück entfernt. Aber es läuft sich wirklich gut hier oben. Bombenwetter, sogar kurze Hosen an. Liebe Leute, so tiefer Schnee. Es ist Anfang Juni, es ist wirklich kaum zu glauben. Eine Schneeschuhwanderung in kurzen Hosen. Vielleicht erkennt ihr uns hinter uns schon den Gipfel. Es ist noch ein gutes Stück hoch. Kräftezehrend, aber macht echt Spaß. Sonnenschein, Schneeschuh. Geröllhopping. So, wir haben jetzt die Schneeschuhe wieder ausgezogen. Hier oben der Gipfel ist ja Teil mit Schneefall, Teil nicht und versuchen es jetzt mal übers Blockwerk. Mal schauen, wie weit wir kommen. Vielleicht müssen wir sie gleich wieder anziehen, die Schneeschuhe. Auf jeden Fall. Geil, hier oben. So, nach 3 Stunden 45 Minuten sind wir angekommen. Poschachkogel mit 2572 Metern. 3 Stunden 45 Minuten haben wir gebraucht. Man braucht bestimmt ein bisschen weniger, aber
durch das Schneefeld und die Kraxelei hier oben, also mussten wir quasi einen leichten Umweg nehmen. Hatte tatsächlich ein bisschen alpinen Charakter und hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und jetzt geht es noch runter, erst ein Stück nochmal ins Tal rein und dann kommen wir durchs Tal nach Niederthal zurück. Nochmal zur Erinnerung, es ist Anfang Juni und wir stehen mitten im Schnee. So, wir haben den Weg durchs Tal nicht gefunden, beziehungsweise war er verschneit und die Abhänge waren doch recht steil und die Lawinengefahr sehr hoch, Zeit fortgeschritten, mittags 12 Uhr, deswegen lieber auf bekanntem Weg zurückgehen, auf Nummer sicher. Und das tun wir jetzt über der Narrenkugel, gleicher Weg zurück. Tschüss!